Hallo und herzlich willkommen zu For Honor. Oder eher gesagt zu Let's Play For Honor. Wir fangen bei der Ritterstory an und hören uns jetzt die Geschichte an. Ich bin Apollyon, Kriegsfürstin der Schwarzenfelslegion. In diesem Jahr entsandte ich einen meiner Hauptmänner, Holden Cross, um einen Verräter zu bestrafen. Dort stand uns ein Wächter im Weg. Es gibt viele Wächter, doch dieser würde sich als einzigartig herausstellen. Und ja, nachdem fangen wir jetzt an mit der Story. Probiere neue Gaben aus. Bei jeder Mission kannst du wählen, welche Gaben du ausrüsten möchtest. Teste verschiedene Spielstile, indem du den Tasten 1 bis 4 oder 1 und 4 die jeweils gewünschten Gaben zuweist. Halten und festhalten. Ich nehme immer zweite Luft und geschärfte Klinge. Bin bereit und los geht's. Fürsten und Feiglinge. Wenn der Gegner keine Ausdauer mehr hat, geht er bei einer Parade zu Boden. Story-Level. Je höher dein Level ist, desto mehr Story-Gaben kannst du freischalten und verbessern. Ach nee, ernsthaft, desto höher mein Level ist, desto bessere Sachen habe ich? Hä? Ich dachte immer, desto niedriger. Nein, Spaß. An diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Erwi Dobeni. Verteidigt die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! Dobeni! So weit musste es gar nicht kommen! Ich hoffe, der ist tot. Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr? Brecht es ein! Brecht es ein! Der Rambock auf Doom. Oh, kurz verfehlt. Knapp verfehlt. Da fliegt eine Kugel! Da Aber fliegen mehrere Steine. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Go, go, go! Die Schwarzenfelstruppen erklommen die Ostmauern. Zum Glück kenne ich jetzt die Steuerung, weil es ist wirklich am Anfang für mich sehr schwer gewesen, mit der klarzukommen. Z-Explosion! Oh, Kopfschmerzen. Na klar, wenn man so eine Blechdose auf dem Kopf hat. Der Deckungsmodus. Drücken Sie die linke Steuerungstaste, um den Deckungsmodus zu aktivieren. Um einen Gegner aufzuschalten. Aufzuschalten? Hey? Drücken. Hab einen. Jetzt kann ich mit Alt hier wechseln. Deine Deckung legt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Aktiviere die Deckung mit linker Steuerungstaste. Ändere sie mit Maus. Hier, wusch, 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 wusch. Dahin, 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 dahin. Blocken. Um zu blocken, bewege deine Deckung in Richtung des Angriffs. Nach unten. Nach oben. Abwehr. 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 Sieht ein bisschen aussichtslos für dich aus, mein Kollege, ne? Wenn ich schon weiß, wo du angreifst. Hab dich. Bad Boy. Komm. You can do it. Angreifen. Greife dort an, wo der Gegner ungedeckt ist. Linke Maustaste für leichten, rechte für einen schweren Angriff. Dö, 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 dö. Eins. Zwei. Drei. Oder noch nicht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich mach dich fertig. Komm. Greif an. Bam! Komm, greif an. Los. Und jetzt bin ich der Angreif. Bam. Down ist er.
Im Krieg geht es oft um Mauern, Tore, Hügel. Jeden Tag werden Schlachten gewonnen und verloren, nur aufgrund der Wahl des Schlachtfelds. Ja. Verstärkung war schon auf dem Weg. Da ist ein Kollege. Ich musste die Mauer halten. Höher. Down mit dem ersten. Da kommt der zweite. Ah, schade. Ah. Ah, verdammt, ich war zu schnell. Pariert. Das wird einem auch erst später gezeigt, das ist komisch. Bam. Wie man pariert. Oh, zwei Gegner. Du bist der Erste. Du bist der Zweite. Kommt da noch einer? Nein, jetzt kommt keiner mehr. Und runter da. Nee, nicht runter da. Da durch. Juhu. Und rollen. Standhaftes Banner. Pick-ups sind einsetzbare Spezialkräfte, die du ausrüsten kannst. Drücke 2, um sie zu benutzen. Drücke ESC für eine Beschreibung der Gaben. Standhaftes Banner regeneriert die Ausdauer von Verbündeten in der Nähe. Ist ja toll. Yay, los Leute. Krieger angreifen. Leichte Angriffe mit links, schwere Angriffe mit der rechten Maustaste. Das Witzige, die sind einfach so One-Hit-Gegner. Die schnetzelt man alle weg. Auch wenn es mein Teammate ist, ist mega. Hier ist das Banner. Hier sind die armen Leute, die sterben müssen. Ich töte meine eigenen Teammates, das ist ja auch toll. Achso, das sind gerade meine Teammates. Ich bin gerade so gewöhnt, schon bei denen zu sein. Okay. Au, der Arme. Au, die Arme. Piu. Stand auf das Banner. Jo, und da hoch dann. Da chillt einer, da hängt einer ab. Hey, nicht so hastig, mein Freund. Hab dich. Und bam. Nein, Paket. Bam. Und wir können mit Q und E exekutieren. Down. Ich kann auch euch so metzeln. Damit habe ich kein Problem. Bam. Bam. Und weiter. Mit O können wir uns die Sachen angucken. Der Fall der letzten Zuflucht in Aschfeld. 1000 Jahre sind seitdem vergangen. Unsere Vorfahren haben 6 Jahre gegen 100.000 verzweifelte und verhungernde Krieger standhalten. Und es wird halt immer so extra. Halt. Boah, die sollen wir nicht kaputt machen, aber es gibt halt so Extras, die man sich schnappen kann. Aber ich werde darauf jetzt nicht achten. Ich werde darauf achten, so viel wie es geht zu killen, nicht selber zu sterben und bei der Story voranzukommen mit euch zusammen. Ich metzel euch weg. Zack. Wow, good question zu tun. So, ja, da pariert er. Da. Ich werde von hinten geschlagen. Geht weg hier, Mongus. Meine Ausdauer ist leer. Wenn deine Ausdauer verbraucht ist, sind deine Angriffe langsamer. Du kannst keine Angriffe verketten und nicht sprinten. Um deine Ausdauer zu regenerieren, musst du damit aufhören anzugreifen. Du kannst aber noch immer ausweichen oder blocken. Ich kill die auch ohne ausweichen zu müssen. Down. Und ihr? Ihr habt mich zu sehr genervt gerade, deshalb werdet ihr jetzt alle gekillt. Bam. Da ist noch was zu angucken. Im ersten Level versuche ich alle zu finden. Wenn wir aufhören, sie zu bekämpfen, wird die Natur sich immer wieder erheben. Das gilt für Steine, das gilt für Pflanzen, für Tiere. Und es gilt auch für Völker. Also ich werde jetzt nicht alle sammeln, das war jetzt falsch ausgesagt, aber ich werde halt so viele, wie ich sehe, jetzt dann nehmen im ersten Part und im ersten Level. Achtung, wenn du falsch hochguckst, bist du am Arsch. Oh, Smackdown.
Oh, wir haben ein Loch in die Wand gehauen. Durch die Öffnung. Oh, die sind durch die Öffnung gekommen. Die kommen da raus. Bup, 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 bup. Und jetzt kommen wir zum richtigen Gemetzel. Los geht's. Und, hi, ja, Sturzangriff. Linke oder rechte Maustaste in der Höhe. Verteidigt dich! Dieser Rambock würde die Schlacht entscheiden. Hab dich. Zack. 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 Du weichst zu langsam aus. Deshalb kriegst du jetzt das in die Fresse. Oder eher gesagt am Hals und dann halt euch. Hey, lass mal meinen schwachen Kollegen in Ruhe. Ab. Ab euch. Achtung. Tut ein bisschen weh. Jetzt springt doch nicht immer hier raus. Ihr wollt doch, dass ich stirb. Ah, kommt noch einer. Hi, guten Tag. Du bist ein bisschen schwerer zu können, aber auch einfach genug für mich. Yay. Und, geht weg. Metzelt euch alle durch. Ich kill euch alle. Okay. Und da stoßt das dicke Ding durch die Mauer. Oh mein Gott. Leute, geht doch nicht dahin. Ihr seid wie eure Multiplayer-Kanonenfutter. Und dann legt ihr euch mit dem an. Da ist der Multiplayer-Spieler. Na Spaß, aber der sieht genauso aus. Diese Krieger müssen nicht sterben. Ein Gerichtskampf. Jetzt und hier. Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht. Das wäre eine Hinrichtung. Jubim, Tisch. Dann gegen meinen Kämpfen. Ihr. Ich? Ihr werdet was? Mein Nein. Kämpfe sein. Am Arsch. Ich will eine Lohnerhöhung dafür. Also gut. Aber trotzdem. Das macht bestimmt genug hätte Spaß, ihn zu verprügeln. Es hätte ein Blutbad gegeben. Der ist viel zu gechillt, der Typ. Der kriegt von mir aufs Maul. Okay, jetzt ist er immer gechillt. Jetzt krieg ich aufs Maul. Nein. Start ein Duell. Zack. Atma. Töte Holden Cross kämpfen. Hä? Diese Beschreibung. Zack. 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 Auch ein Wächter. Oh mein Gott. Lange Zeit. Komm her. Komm her. Ich. Mach dich so kalt wie noch keinen anderen hier vor. Weil du der Einzige bist, der gerade ein harter Gegner ist. Du mir aushältst. Oh Mann. Okay, wir müssen ein bisschen nach hinten gehen. Oh, jetzt haben wir wieder Ausdauer und jetzt können wir wieder auf ihn anzügeln. Ich musste siegen für mich, nicht für Dominik. Oder wie der heißt. Zack, 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 zack und kabam. Nein, verdammt. Da. Das wird ja langsam etwas spannend. Nein, Spaß. Bam. Und mit Q exekutieren. Bam. Das tut bestimmt weh. Ziel erfüllt. Sie hatten uns immer noch in der Hand. Kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Uh-oh. Game over. Wir sind am Arsch. Knie nieder. Wir werden geköpft. Oder doch nicht? Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch, Ritter der Schwarzen Felslegion. Oh yeah. Wir dürfen seine Hand halten. Ja, so eine große Ehre. Kann ich Autogramm haben? Guck mal, der ist doch ganz nett. Er gibt ihm sogar das Schwert. Oder wir doch sind nicht? Fertig.
So, hier, bitte sehr. Oh, danke. Oh, oh, hingefallen. Kommt mit. Und so kam ich schließlich zur Schwarzenfelslegion. Oh yeah. Missionsbelohnungen zu Beobachtendes. 4 von 10. Zerbrechliches 3 von 10 oder so. Leistung in der Mission. Gut. Heldmission. Aktion gut. Story Levelaufstieg 9. Beendet in normal 1.25%. Leistung in der Mission. Weiter. 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 Danke. Und jo, das wär's mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Das nächste Level heißt und bleibt draußen. Wir können uns ja die Geschichte schon mal anhören. Dieser Wächter war mehr als würdig. Aber es gab noch so viel zu erledigen. Die Wikinger waren dabei, die letzte Zuflucht der Eisernen Legion in Aschfeld zu zerstören. Aschfeld. Meine Schwarzenfels-Legion sollte sie retten. Und mit diesen Worten von ihr bin ich raus. Schönen Abend oder schönen Tag noch. Tschüss, tschüss, euer Mr. XP.